Ihr seht, das Let's Play dauert ein bisschen, so ein bisschen mehr statt. Ich glaube, hier waren wir am Rande angekommen. Ne? Genau, da können wir also hier in Spesenrot durchaus ein schönes ja, machen wir hier mal noch ein zweites Gleis hin, das dann da einbiegt. Und werden hier mal ein Service Center hinsetzen. Eine Wagenhalle, Lokschuppen oder wie auch immer. So, damit haben wir das jetzt mal fertig. Hier Linien verwalten. Machen wir eine neue Linie. So, können wir auch die Höhenlinie wegmachen erstmal. Neue Linie. Zack. Das heißt, es Haltestelle hinzufügen. Dann nehmen wir mal diese hier. So, Spesenrot. Dann nächste Haltestelle. Ist dann Meerstedt. Und die dritte Haltestelle ist dann diese hier. Stelzhagen. So, damit wäre sie fertig, aber noch nicht ganz, denn auf dem Rückweg würde sie jetzt noch nicht in Meerstedt halten. Dann machen wir, da klicken wir nochmal drauf und dann hält sie auf dem Rückweg auch in Meerstedt. Das heißt Spesenrot, Meerstedt, Stelzhagen, Meerstedt, Spesenrot. Manchmal wird das vergessen, dass man den Rückweg auch definieren muss. So, dann müssen wir uns Waggons aussuchen. Man kann hier die Linie übrigens umbenennen und Stalzhagen, Spiesenrot. Ich würde sagen, Meerstedt, Spiesenrot. Dann können wir die durchaus mal SMS-Linie nennen. Also Stalzhagen. Ne? So. Kann also Haltestellen hinzufügen, löschen und was weiß ich. Und hier sind wir jetzt an dem Wagenschuppen, Lokschuppen und werden jetzt mal Züge kaufen. Wie viel Geld haben wir noch? Gucken wir mal. Wir haben jetzt noch zur Verfügung 1,8 Millionen. Mit der 1,8 Millionen können wir so eine eine Eisenbahn bauen. Wir haben also hier so ein paar Güterwagen und wir haben PKW, Personenwagen. So, dann nehmen wir mal, was kostet, wo steht der Preis? Ja, Gewicht, ach da oben, so ganz fett, siehst du, deswegen sehe ich das nicht, weil es ganz fett ist. So, wir haben jetzt hier 6 Passagiere. Ich mache mal 3 Wagen, ne? So, dann wird das Fahrzeug klonen. Dann haben wir plötzlich 2, denn wir wollen ja eine Hin- und Rückstrecke machen. Wir machen aber erstmal nur eine. Wird diese hier dann der Linie zuweisen und dann der SMS-Linie und lassen es jetzt mal laufen. Ach, es läuft schon. Gut, dann kommt jetzt der Wagen da rausgefahren. Da sieht man es. Man kann also hier auch zentrieren. Man hat zum Beispiel hier dann das Zugdepot. Spesenrot, ne, kann man sich drauf konzentrieren. Oder man nimmt da die Bahn und fährt dann da mal mit. Entweder lässt man die hier so offen rumstehen an der Seite. Oder man fährt mit. So, wir haben noch 0 Passagiere. Machen natürlich nur Minus, aber ich hoffe, dass sich das demnächst ändern wird.
So, jetzt haben wir hier das Problem, dass wir hier eine einspurige Strecke haben. Jetzt macht das im Moment gar nichts, aber später dann sollten wir da mal zwei Strecken dahin haben. Also müssen wir Signale setzen. Wir können das noch mal angucken. Wo fährt der Zug? Der Zug fährt sogar so, wie ich das möchte, nämlich hier rechts und da links runter. Wunderbar. Fährt im 24-Minuten-Takt. Das ist entschieden zu lang. So, um die 10 Minuten ist, glaube ich, ganz okay. Das heißt, wenn wir noch einen Zug einsetzen, haben 24 Minuten Takt. Wie viel Takt ist dann? 12 Minuten. Bisschen Mathematik. 3 mal 18, 24. Das heißt, bei 3 Zügen sind es dann nicht 24, 12, 6, sondern 8. Da müssen dann 8 Minuten machen. Also man muss dann wirklich unheimlich viele Fahrzeuge einsetzen, um nachher den Takt einigermaßen runterzudrücken. Wir machen jetzt aber erstmal hier ein paar Signale hin, und zwar aufpassen. Signale stehen immer rechts. Jetzt hier in dieser Version. So, der wartet hier, bis die Strecke frei ist, und der wartet hier, bis der Bahnhof frei ist. Machen wir genau das gleiche hier. So, der wartet, bis die Strecke frei ist, und der wartet, bis der Bahnhof frei ist. Und dann machen wir das gleich nochmal hinter der Brücke, vor der Weiche. So. Das heißt, wenn wir jetzt einen zweiten Zug haben, die fahren ziemlich hintereinander, da muss der zweite Zug hier warten, bis der erste wieder von dem Bahnhof zurückgekommen ist. Bei zwei Zügen ist das kein Problem. Das wird sich dann automatisch so einpendeln, dass es passt. Aber bei mehr Zügen ist das dann nicht mehr so gut. So, wo ist jetzt unsere Eisenbahn? Hallo, Eisenbahn. Wo bist du? Da kann man also hier gucken, in der Eisenbahnverwaltung. Man hat den Zug 1. Und man bewegt sich darauf zu. So, und dann sieht man das Pferd. Und das meinte ich jetzt mit langweilig, dass man nämlich jetzt abwarten muss. Man kann auf schneller schalten, zwar, ja, das die Geschwindigkeit erhöhen. Man muss aber trotzdem abwarten, bis sich das rentiert, sagen wir mal, weil man dann irgendwann die nächsten Maßnahmen dann macht, wenn man sieht, das Ding läuft. Kann man auch jetzt schon mal sehen, indem man die Bahnhöfe sich anguckt. So, in Steilshagen waren schon 9 Leute. Das ist schon mal gut. Hier warten 2, da stehen sie rum. Da war nur einer, steigt ein. Das heißt, die anderen warten auf die andere Richtung. So, da sind wir schon mal bei 13. So ein Wagen hat also 18. Ich glaube, wir können es vertreten, einen zweiten Wagen einzusetzen und den Takt auf 12 Minuten zu erhöhen, zu verringern natürlich. So, Taktrate zu erhöhen und den Takt zu verringern. Das heißt, wir gehen wieder in unser Zugdepot. Das sind nur halt Stellen. Wo war das Zugdepot? Das war. Also hier ist der Zug 2. Da gehen wir mal hin. Zug 2 und werden diesen auch der Linie, der SMS-Linie zuweisen. Und jetzt folgen wir mal diesem Zug. Und gucken mal, was der so macht. Und der andere Zug fährt da hinten. Also, so haben wir alles im Blick. Geht natürlich jetzt am Anfang noch prima, aber in der Folge wird es dann nichts. So, wir haben schon eine halbe Stunde aufgenommen und haben praktisch aus einer Linie und 2 Waggons, 2 Zügen nichts gemacht. So ist das nun mal, aber
Ja, und ich werde dann halt mal in dieser Folge ein bisschen was rausschnippeln und dann gucke ich mal, wie das bei euch ankommt. Das mache ich sonst ja nicht, sonst mache ich zum Beispiel halt Zeitraffer, können wir genauso machen. So, jetzt haben wir das also wunderbar eingerichtet hier gerade, dass die Züge sich hier begegnen. Das ist ja fantastisch, so ist das auch idealerweise gedacht. Mal, wie das auf den Bahnhöfen ausschaut. Wir haben in Spesenroth schon 29 wartende Passagiere. Weil die Züge sind voll. Nicht weil die Züge sind voll, die Züge sind voll. Und ein Zug mit 28 Passagieren. Das heißt, wir könnten also theoretisch die Züge, müssen sie richtig fett aufrüsten. Da gehen wir mal dahin. Wo ist jetzt eigentlich unsere wo ist jetzt eigentlich damit können wir die ins Depot schicken. Ist da unser Depot? Da ist unser Depot. Dann mache ich mal, halte ich mal hier an. Zack. So. Ja, der Zug fährt natürlich jetzt blöde rein. Ne, fährt der blöde rein? Er fährt blöde rein. Weil er von da gar nicht ins Depot kommt. Siehst du, das ist schon mal was. Da müssen wir hier nämlich eine Linie bauen. Oder ein Gleis bauen, das uns hier auch ins Depot führt. So, denn wir werden den Zug jetzt ins Depot schicken und aufrüsten. Das ist unser Zug. Nummer 1. No. Hier ist das Depot halt. Das mal weg. Hier ist das Depot. Zugdepot Spesenroth. Und dann werden wir den auf. Der hat also jetzt eine 18er. Wir können ihn verdoppeln. Wir können ihn noch mehr machen. Wir können also zum Beispiel auf 36, auf 50. Machen wir mal auf 18,36. Na, lassen wir mal verdoppeln. Also auf 36 reicht ja wohl aus. So, der fährt jetzt also hier rein. Jetzt müssen wir aufpassen.